So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ich habe es jetzt hier am Wochenende auf Level 52 gebracht, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, die UFOs nerven schon langsam ein bisschen. Also das ganze Spiel ist ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht anstrengend, aber irgendwie gefühlt ein bisschen nervig. Ohne Quatsch. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Season bis jetzt so findet. Also so an sich macht es schon Spaß, aber ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen nervend. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem erstmal in den Shop rein. Nämlich unsere Gaunerin hat einen neuen Stil bekommen. Nämlich, ich nenne es jetzt einfach mal Biene Maya Stil. Ach, kann man machen, muss man aber nicht. Ich persönlich feiere es gar nicht. Weil der Skin an sich ist nice. Aber das hätte es jetzt eigentlich wirklich nicht gebraucht. Auch der männliche Skin, ja, es sieht halt ein bisschen komisch aus. Man hätte es einfach 0815 lassen sollen und gut ist. Des Weiteren haben wir noch die neuen Flügel, glaube ich, drin. Sind die neu? Ja, die bewegen sich halt, wenn du springst, aber. So, dann haben wir noch die Nachteule mit drin. Den Sternennachtfluch, über ein Jahr nicht mehr im Shop gewesen. Ganz ehrlich, habe ich ja vorher noch nie gesehen. War wahrscheinlich einmal im Shop oder zweimal und das war's dann. Und dann Funky-Kommandos drin mit seinen zwei Stilen. Und des Weiteren die Disco Diva. Die ist nice. Disco Diva ist nice. Dann Disco Trubel. Und die Gaunerin hatten wir schon. Und dann ist das Stillschweigen-Paket wieder komplett drin. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei euch auch 2000 V-Bucks kostet. Kann auch billiger sein. Kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich es halt schon habe. Das ist einmal der Skin Stillschweigen, dann schwarze Streifen, die Pickaxe Stille Klingen und die Tarnung abgenutzt schwarz. Ja, also der Skin an sich ist wirklich nice. Ein ziemlich schmaler Skin, also mit dem kann man definitiv gut spielen. Und dann haben wir des Weiteren ein Benny Fischi Paket. Da, ba, ba, bam. Einmal die Pickaxe. Ah ja. Dann die tolle Tarnung, dann Sirene als Skin, Rückenaccessoire und der fliegende Korallenkleider. Ja, könnte ich mir jetzt holen für 100 V-Bucks. Liegt aber daran, dass ich schon den Kleider habe und wie gesagt den Skin. Aber gut, das wären trotzdem noch eigentlich 1,3, ne? Muss man ja eigentlich wieder zuschlagen. Des Weiteren ist die Barfußermittlerin wieder zurück. Auch ein schöner Skin, wie ich finde. Mit passendem. Doch ist ein Rückenaccessoire statt der erste Yeti-Waffe dann an der Seite. Dann ist Verge wieder zurück. Dann ist Mies das Emote. Ja, es will gar nicht abspielen. Okay. Dann jonglieren. Mutige Haltung. Und der Hitzkopf. Ihr wisst ja, Copyright, wir kennen das Spiel ja schon. Aber war auch die ganze Zeit schon mit im Shop, mit den ganzen TikTok-Geschichten. Dann das Canon Royce Paket, ebenfalls immer noch drin. Dann Dead Zero, Harley Quinn, Flash Paket, Black Manta. Dann Catwoman mit der Batman-Geschichte. Dann Beast Boy, Batman Zero, Catwoman Zero. Das 16 € Batman-Paket und letzter Lacher-Paket ebenfalls im Shop. Denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt meinen Creator-Code nutzen YT-FamilyHack. Und dann würde ich sagen, euch einen schönen Montag und in dem Sinne, haut rein.